Wir müssen dann noch einmal zum Ukraine-Thema zurückkommen. Man könnte ja grundsätzlich meinen, dass die Herrschaften, die da drinnen normalerweise sitzen, dass die alle ziemlich gleichgeschalten sind, was das Ukraine-Thema betrifft. Aber es gibt jetzt ganz aktuell eine Forderung von Peter Pilz. Und zwar im Zuge dessen, dass jetzt unser werter Herr Faymann und der Herr Kurz in die Ukraine reisen werden. Wozu? Man weiß es noch nicht so genau. Aber Peter Pilz gibt Ihnen da einen Rat auf den Weg und den möchte ich euch kurz vorlesen. Außenminister Kurz fährt nach Kiew. Damit seine Reise einen Sinn macht, braucht er dazu eines, einen politischen Plan. Österreich kann eine entscheidende, konstruktive Rolle bei der Lösung des Ukraine-Konflikts spielen. Basis dafür ist unsere eigene Neutralität. Sie ist die Antwort auf die Schlüsselfrage nach der Sicherheit Russlands. Solange Russland davon ausgeht, dass die USA und die EU mit Georgien, Moldawien und jetzt der Ukraine einen NATO-Ring um Russland ziehen will, wird der Konflikt weiter eskalieren. Daher muss jetzt Sicherheit geschaffen werden durch einen neutralen Ring souveräner Staaten. Das ist mein Vorschlag. 6-Punkte-Plan für die Ukraine. Erstens, die Ukraine erklärt ihre immerwährende Neutralität nach dem Muster Österreichs und der Schweiz. Die Ukraine wird in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung neuer militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf ihrem Gebiet nicht zulassen. Das Verbot der Stationierung fremder Truppen wird um eine Sonderbestimmung betreffend die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte ergänzt. Zweitens, Russland, die USA und die EU erklären, dass sie die Neutralität der Ukraine respektieren werden. Drittens, Russland, die USA und die EU garantieren durch einen Staatsvertrag, dass sie die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit der Ukraine achten werden. Viertens, die Ukraine verpflichtet sich mit Staatsvertrag zur Wahrung der Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten nach Vorbild der Regelungen im österreichischen Staatsvertrag. Fünftens, mit Hilfe der OSZE wird eine Lösung über die Zukunft der Krim verhandelt. Erst wenn es eine gemeinsame Lösung gibt, kann darüber eine Volksabstimmung abgehalten werden. Sechstens und letztens, Österreich setzt sich dafür ein, dass auch Georgien und Moldawien dem Beispiel der Ukraine folgen und immerwährend neutral werden. Das ist eine Chance für Österreich und die EU. Ich hoffe, dass Kurz und Faymann sie nützen. Und ich hoffe das auch.